Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich habe heute mal mein Dorf aufgeräumt. Das ist nicht immer so. Ab und zu sammle ich ja auch mal ein paar Sachen ab oder nehme auch mal gerne eine Schaufel. Aber die Sachen, die hier immer so auf der Ecke spawnen, die bringe ich dann nicht mit Schaufeln hin oder so, sondern die wachsen einfach, die nehme ich einfach nicht ab. Ich weiß nicht, wie ihr das immer so macht, ob ihr das immer ganz clean haltet, aber ich habe immer ganz gerne so aus den Jahren die Geschenke und was ich ganz funny finde, wie die Wiederbalance hier. Das behalte ich einfach für mich. Aber wir haben eine vergessene Armee. Ich weiß nicht, ob das eine vergessene Armee ist, die ihr dort im Bildchen gesehen habt. Ich habe die Tage damit angreifen müssen, als ich Kanalpunkte abgeclasht habe auf Twitch TV und also im Livestream. Und ich fand die gar nicht schlecht. Damit kann man farmen und damit kann man aber auch, glaube ich, im CK angreifen. Denn ich habe auch schon CK-Angriffe damit gesehen. Ihr seht hier die Armee. 14 Babydrachen, 5 Heiler und 5 Mauerbrecher. Man kann das noch ganz ein bisschen umbauen, indem man vielleicht einen Kokonat Loon noch mit davor nehmen vor den Heilern, aber na, die ist gar nicht mal so schlecht. Man kann cool mit Funneln natürlich. Und gehen wir einfach mal ins Geschehen rein. Ich nehme diese Aufnahme jetzt schon zum zweiten Mal auf, denn es ist mir schon wieder passiert. Leute, das ist auch ein Fluch und Segen bei mir, dass ich aufnehme und eigentlich nicht aufnehme. Das ist echt doof. Ich hab damit schon angegriffen, das werdet ihr gleich sehen. Aber wir gehen erstmal live rein. Wir gehen erstmal live rein in so einen Angriff und wir brauchen etwas Dunkles. Wir brauchen ein bisschen Dunkles und das Dorfdesign ist mir dann egal, ob das jetzt ein Farmbase ist oder eher eine CK-Base. Er braucht nur viel Dunkles haben. Warum ich das so betone, werde ich euch gleich zeigen. Es ist wirklich bei mir Fluch und Segen, dass ich, wenn ich habe hier wirklich eben 20 Minuten gequatscht, Leute, und drücke dann auf Aufnahme starten. Geil, oder? Oh Mann. Warum immer ich? Okay, den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen hier. Den nehmen wir schon mal ein bisschen an Luftabwehren weg, glaube ich. Mal gucken. Mal sehen, ob uns das gelingt hier. Den nehmen wir ein bisschen an Luftabwehren weg. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir so ein bisschen funneln können. Ich denke mal, hier können wir so ein bisschen rumfunneln. Sodass wir gleich mit unseren Helden dann. Ah, wo ist denn eigentlich die Clanburg hier? Ach, da ist die Clanburg. Okay, mal gucken. Mal sehen, ob der Clanburg Truppen hat. Da schießt jetzt schon mal die erste Luftabwehr auf uns. Und, oh, der. Mal sehen, ob er Klammbuchtruppen hat. Jo. Oh nö. Ach komm, ey. Dein Ernst? Ist das dein Ernst, mein Guter? Okay, es ist sein Ernst. Es ist sein Ernst. Alles klar. Egal. Wir haben ein paar Heiler dabei und wir haben allerdings auch unseren King dabei und wir haben auch einen Sprungzauber. Ich würde sagen, der war nicht so gut. Naja, was heißt nicht so gut? Er war gar nicht mal. Ah, wieso habe ich denn. Mensch, Trotto. Erst die Mauerbrecher, dann den Sprung. Naja, okay. Und dann vielleicht noch die Bowler hier mit rein. Wäre auch nicht schlecht, oder? So, komm, die holen wir jetzt nochmal richtig in Wut rein. Und ja, oh, mein Sprung ist jetzt weg und ich kriege nicht eine Luftabwehr, ey. Ach, Mann. Ach, komm, ey. Will ich euch schon mal was Cooles zeigen, ey, dann sowas. Okay, da sind doch jetzt zwei Luftabwehren weg, alles klar. Da sind jetzt doch zwei Luftabwehren weg. Dann können wir hier schon mal weitermachen. Und auch auf der Seite hier unten können wir ein wenig damit tun. Und da muss jetzt die Queen nicht ganz so viel Schaden machen. Dafür nehmen wir das. Wir nehmen den hier raus. Wir gehen hier weiter. Wir machen hier weiter. Wir machen da weiter. Wir haben natürlich jetzt noch eine Luftabwehr. Eine müssen wir noch schaffen. Kommt Queen, eine einzige Luftabwehr da. Die wirst du ja wohl irgendwie packen. Aber der hat hier unten dann auch die Tesla-Farm. Naja, komm, jetzt wir zünden die gute mal, dass er erstmal aufs Rathaus geht. Das ist so klar. Naja, okay. Dann nehmen wir hier, pass mal auf, wir machen mal Drachen-Baby heilen. Oh, hat nichts genutzt. Hat nichts genutzt, ey. Gott, Toto. Okay. Ich bin nicht immer so schlecht. Oder bin ich doch immer so schlecht? Nee, okay, Dunkles nicht gekriegt, aber ich kann euch zeigen, ich habe das schon gemacht. Ich habe das schon gemacht, zeige ich euch jetzt gleich. Und die machen wir auf jeden Fall nochmal nach. Wir haben jetzt nichts an Dunklen geholt. 800. Okay, dafür haben wir jetzt eine recht preisgünstige Armee am Stissel. Nämlich die hier mit Go-Vibe, kurzer Reck für die Helden. Die sind jetzt gleich wieder fertig, denn ich bin im Boost. Das Einzige, oh, das ärgert mich auch jedes Mal, wenn wir im Boost sind, dass die Clanburg immer länger braucht. Die Clanburg braucht immer länger und dadurch geht hier immer ein bisschen Boost löten. Ich meine, die Helden sind jetzt gleich wieder fertig, deine Truppen sind fertig, aber du kannst noch nicht wieder fordern. Aber da, ich kann euch zeigen, dass ich damit schon angegriffen habe. Ihr seht das hier vor 19 Minuten, beziehungsweise hier vor 29 Minuten
habe ich damit schon einmal angegriffen, 94%. Und danach habe ich ein bisschen mal wieder geübt. Ab und zu übe ich auch mal mit so einem, na, ich weiß nicht, ob das altbacken ist hier, so eine Taktik, so ein Gulalun. Aber eigentlich hatte ich dazu auch was gesagt. Und zwar habe ich hier auch wieder mit euch live gesucht gehabt und habe die ganze Zeit gesprochen, so einen kannst du nicht wegklicken. Weißt du, ich suche jetzt zwar das Dunkle, ja, aber so einen kann ich mir dann auch nicht entgehen lassen, der 900.000 Gold hat hier. Der hatte jetzt auch nur 500 Dunkles. Okay, da ich natürlich am dunklen Farm bin, tue ich mich dann immer unheimlich schwer, so einen dann wegzuklicken und zu sagen, ah nee, den nimmst du jetzt nicht. Du bist jetzt am dunklen Farm ganz hart. Und dann lass mal Gold und Elex da, wo es ist. Aber na, das kann ich nicht. Könnt ihr das? Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, ob ihr die dann wegklickt. Also hier hatten wir auch ein bisschen Clanburg. Ob ihr die dann wegklickt oder ob ihr sagt, ach komm, egal, den nehmen wir mit, weil 1 Million Gold, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und allerdings war die Untibasis vor allen Dingen auch noch aktiv, das kommt noch dazu. Das heißt, ich konnte eigentlich ganz gut hier mein Laloon-Part, ich wollte gerade sagen, ausleben. Ich konnte ihn mal wieder ein bisschen üben. Also Lavahund etwas später gesetzt. Viele fragen sich immer, ja, warum setzen nur mal einen Loon vorweg oder die Loons vorweg? Der Lava und ihr seht das gerade, die Lava-Hunde überholen die Loons und deswegen setze ich immer erst kurz die Loons und dann erst die Hunde hinterher. Dann fangen die Luftabwehren wechseln dann schon auf die Lava-Hunde. Da seid gewiss, also die bleiben nicht auf den Loons drauf, die wechseln dann schon auf die Hunde, denn die tanken ja. Ja, wie soll man sagen? Im Rollenspieler-Jargon tanken. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff, was die Tanks eigentlich machen. Gucke ich gleich noch mal nach und das heißt, die ziehen Aggro. Ja, die ziehen Aggro und dementsprechend also gehen die Luftabwehren dann schon auf die Hunde. Ich habe jetzt noch einen Speedzauber und einen Giftzauber und der Speed kommt hier hinten, denn ich habe noch einen Magierturm zu überleben und noch einen Bogenschützenturm. Hier teilen die sich noch mal schön. Also Leute, 900.000. Das kann ich auch da kann ich nicht ran vorhergehen. Ich skippe hier schon so viel manchmal in den Aufnahmen, dass es mich auch ein bisschen ärgert. Das sollte ich vielleicht auch nicht machen, sondern sollte das einfach mitnehmen, was ich vor die Linse kriege. Und dann wären das ganz akzeptable 3 Sterne mit, ja, netten Loot hier. Also so geht's. Und das hatte ich eben schon in der Aufnahme. Jetzt ist es aber auch drin. Hurra. Mann, 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 das ist auch immer eine Geburt mit mir. Das geht gar nicht. So, kurzer Minicut. Ich lasse mir eben mal ein paar Bola schenken. So, dann lassen wir uns eben mal ein paar Bola geben. Vom lieben Avatar. Mit dem bin ich auf dem anderen Tabby. Und so kann ich eigentlich immer ganz gut, kann ich euch immer ganz gut was zeigen. Beziehungsweise habe eigentlich dann auch immer so ein paar Truppen in der Clanburg. Das ist ja auch nicht schlecht. Das hilft im Spendenverhältnis und hilft sicherlich demjenigen, der jetzt gerade so ein bisschen am Pushen ist. Aber ich bin hier ja auch beim Clanherr Herausforderer und wir suchen ja derzeit ein paar Mitglieder. Also wir sind hier, ich packe euch den Link beziehungsweise den Link zum Clan mal unten mit rein. Wir suchen ab Rathaus Level 9 jetzt gerade wieder nach der Liga. Es wäre schön, also wenn wir wieder mal so an die knappen 50 rankommen, denn damit wir mal wieder so ein 20er, 30er CK oder so spielen können, wäre wirklich schick, würde uns vor allen Dingen freuen hier. Also der harte Stamm hier freut sich über etwas Verstärkung. Der Smax ist hier neu, der Renovatio ist nicht neu, der ist schon älter dabei. Denn gerade hier nach der Liga wird es wieder ein bisschen mauer werden, denn einige machen wieder ihre Helden. Die es nicht brauchen, sind natürlich dauergrün. Aber kommt hier ruhig rein. Ich packe euch den Link, wie gesagt, unten in die Beschreibung. Und dann hoffe ich, dass wir mal wieder ein bisschen größere CKs hier spielen können, um ein wenig die ganze Runde aufzulockern. Okay, ich habe jetzt eben wenig Dunkles gemacht. Das heißt, dann habe ich meistens auch so eine Armee hier. Die nennt sich Go Vibe am Start, denn ja, die kostet nur ein bisschen, ganz kleines bisschen hinten den Giftzauber an Dunklen. Sonst ist die komplett aus Elixier, was auch nicht schlecht ist, denn so wie ich ja jetzt gerade farme, muss ich ja auch ein bisschen sparen, muss man ganz klar sagen. Wie ich hier gerade farme, das geht gar nicht. Naja, mal so, aber ich habe mit der Armee schon Glück gehabt. Also ich bin jetzt, manchmal hat das natürlich so den Anschein, als wenn ich hier wirklich so eine Clash of Clans-Gurke bin, der schon seit 2014 hier nur das Verkehrte macht. Aber so ist das nicht. So ist das nicht. Manchmal habe ich auch ein bisschen Glück, aber im Moment habe ich kein Glück beim Suchen. Doch, 3000. Oh. Der hat jetzt mal weniger Gold, weniger Elex. Er hat jetzt 3000 Dunkles für uns.
Und er ist abgefarmt. Das ist gut. Nee, nicht abgefarmt. Ich meine, der hat noch keine Liga, aber vielleicht hat er doch Clanbuch. Das wissen wir natürlich nicht. Wir nehmen erstmal den dunklen Bohrer eben mit. Eben mal den dunklen Bohrer mitnehmen. Die dürftet. Ich hatte, glaube ich, schon mal eine Folge. Da habe ich die Bohrer auch erst gemacht, weil man sieht den Füllstand der Bohrer ganz gut. Und der ist hier schon ziemlich voll. Hier können wir, glaube ich. Ach nee, hier können wir direkt reingehen. Hier können wir direkt reingehen. Mit unserer Armee. Hier können wir direkt reingehen. Da kriegen wir in jedem Fall den Bohrer und wir müssen ja irgendwo. So, hier mal drei Stück gesetzt, drei hinterher. Sprungzauber geht da. Dann geht da der Sprungzauber. Meine Bowler hinterher, Helden hier rein. Und Pekka im Hack. So. Bitte nicht. Ja, ihr könnt ruhig, genau, springt da schon mal. Das ist eine gute Idee. Das ist keine schlechte Idee, hier zu springen. Und da gehen die jetzt auch schon Richtung Dunklem. Einmal hier die Queen so ein bisschen in Gift gebracht hier. Und meinten, ja, okay, also mir stirbt der King immer sehr, sehr früh, aber er ist ja auch der Tank in der Runde hier. Keine Frage. Die Packies gehen noch ganz gut. Meine Queen ist auch noch gut dabei. Wir haben den schon auf Null, ja? Also, na, geht doch. Guter alter Go-Vibe hier geht immer. Guter alter Go-Vibe geht irgendwie immer. So, wie kommen wir hier noch wuten? Wir nehmen hier die Bowler nochmal in Wut und außen geht ein wenig meine Queen, damit die nicht ganz rausgeht. Setzen wir hier schon mal ein Lakaien. Den können wir hier unten jetzt nicht mehr setzen. Da oben ist jetzt leider alles kaputt. Können wir dann eigentlich noch mitnehmen? 70% können wir noch mitnehmen. Komm. Dann braucht unsere Queen jetzt gleich nicht ganz so lange durchrecken. Boah. Okay, geht doch. Kommt den Tesla noch wunderbar. Ich glaube, Tesla ist im Moment sowieso. Ich glaube, Tesla ist sowieso im Moment hier im Pass. Im Pass ganz wichtig. Jo, da unten Tesla. Hey, wie viel muss ich? 50. Oh. Heidi, okay. Aber das waren schon mal 3000 für uns, was ja nicht schlecht ist. Einmal Dunkles gemacht und jetzt machen wir allerdings eine andere Truppe. Da ich auch immer ganz gerne übe, ihr seht das hier, ich bin hier so ein ganz bravouröser, ganz braver Clash of Clans Spieler, der auch seine Armeen immer schön benennt hier, also Go-Vibe, Event-Armee, das ist immer, wenn irgendwas im Event ist oder bei den Clan-Spielen, dann baue ich die, dann habe ich die im Schnellbau, ohne Zahnspam, also ohne die Drachen. Gulalun Classic habe ich da unten, ja, wie soll man sagen, Gulalun, oder ein Gohok da drunter. Und ich habe eben schon ein bisschen mal wieder mit Luft geübt, das will ich auch ein bisschen weitermachen. Die kostet jetzt zwar ein bisschen Dunkles, das macht aber nichts. Wir nehmen einen Sprung, einen davon, vier davon mit und den davon, damit übe ich immer so ein bisschen. Ja, damit übe ich immer so ein bisschen. Aber mit der Armee können wir jetzt gleich auch üben. In 5 Minuten mal wieder im Boost hier. Oh, dieses Cutten. Nur weil die Clanburg, also da muss Supercell echt mal nachbessern, würde ich sagen, dass wir nicht ewig hier warten müssen, wenn wir gerade im Boost sind. Das kostet dann immer, da weiß ich nicht so, 3, 4, 5 Minuten pro Angriff. Und das auf eine Stunde gerechnet, dann hast du von deinem Boost schon wieder nicht so viel. Ist mal was für die Mathematiker unter euch. Okay, habe ich nicht eben noch gesagt, so einen kannst du nicht überspringen. Ich muss jetzt mal einen Rathaus 10 machen, es ist einfach so. Der hat so viel Dunkles für uns. Der hat drei pickepackevolle Bohrer hier. Das sieht man eigentlich immer ganz gut, wenn er ein bisschen näher reingeht. Die sind randvoll und die sind auch in guter Ausbaustufe. Also die sind jetzt nicht Level 1 oder so. Und er hat natürlich einen dicken Pott, da könnten wir rankommen. Müssen wir mal gucken, da könnten wir rankommen. Wir geben mal den King so ein bisschen entgegen, würde ich sagen. Der Queen, glaube ich, entgegenzukommen, wäre jetzt Utopie. Aber mal sehen. Mal sehen, wie wir uns hier schlagen können. Und das habe ich mir schon gedacht, dass da unten so ein Tesla hochploppt. Das war nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wir sollten in jedem Fall irgendwie an die Lager kommen. Kann ich mir vorstellen. Wir sollten in jedem Fall irgendwie an die Lager kommen. So, dann setzen wir den mal da. Direkt auf den Tesla drauf. Dasselbe machen wir hier auf der anderen Seite. Allerdings geht es da schon mal in die Richtung. Glücklicherweise sind die Luftbomben jetzt nicht ganz so stark. Das heißt also, eine Luftbombe überleben meine Drachen. Und wir haben die Bohrer immer noch nicht. Alter Falter. Ah, egal. Wir haben die Bohrer immer noch nicht. Ist nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt unsere Queen hier. Wir müssen da irgendwie rankommen. Irgendwie müssen wir da rankommen. An das da. So, da nehmen wir schon mal den Dicken, würde ich mal sagen. Und der kriegt jetzt zwar so ein bisschen. Der kriegt zwar so ein bisschen da Beschuss, aber das ist nicht so schlimm. Meine Queen kriegt viel, viel schlimmeren Beschuss gerade.
und meine Mauerbrecher gehen jetzt endlich mal durch. Okay, meine Mauerbrecher gehen endlich mal durch und wo gehen jetzt die Bowler hin? Geschwind gehen sie da drauf. Okay, die gehen jetzt immerhin da drauf, wo sie drauf gehen sollten. Und aber es gibt schon ganz, ganz guten Beschuss hier. Ich habe jetzt den einen Bowler nur in Heilung. Okay, es gibt aber echt krassen Beschuss hier. Rathaus 10. Donnerwetter. Alter Falter. Aber wir kriegen den dunklen Pott. Jo. Wir kriegen den dunklen Pott. Da machen wir hier unten noch ein paar Prozente, würde ich sagen. Das ist jetzt ein harter Beschuss eines Infernos. Ne, da waren sogar zwei Infernos, glaube ich, gerade. Ne, kann das sein? Mal sehen. Wir nehmen hier noch so ein bisschen was mit außen, auch wenn wir jetzt... Ich glaube, wir gewinnen nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das nehme ich jetzt mal hin, Leute. Denn die 8000 hier, das war jetzt für mich kein No-Go, aber ich wollte jetzt hier mit der Truppe nochmal richtig was reißen, was das Dunkle angeht. Ich habe jetzt so oft mit der Truppe angegriffen und habe immer nur so einen Haufen Elend an Dunklen geholt und wollte jetzt wenigstens einmal hier so ein bisschen was machen. Obwohl 47% gar nicht mal so schlecht. Aber Leute, so viel Dunkles kann ich mir nicht entgehen lassen als Rathaus 9er. Denn wir können unsere Queen machen. Ich hab IDY, den brauche ich nochmal nach. Ich habe IDY, ist mein Boost jetzt ausgelaufen. Der ist jetzt durch hier, jo. Und habe gedacht, ich gehe ein bisschen hamstern hier beim Händler. Aber ihr seht, ich habe das rechte Ding gekauft. Das war nämlich ein Heldenbuch. Ich hatte mal wieder ein Heldenbuch dabei. Also bunkern tut man ja im Moment nur Nudeln, Mehl und Klopapier. Aber ich habe gedacht, Tränke bunkern kann man ja auch. Ich hatte jetzt nur keinen, aber ich kann meine Queen hier machen. Warum kann ich meine Queen machen? Weil ich gerade so hier... Oh, 900. Nein, wir können sie noch nicht machen. Verdammt, 63.000. Okay, ich habe aber gesehen, dass es hier im Pass Dunkles gibt. Und zwar gibt es, das ist das Witzige, es gibt 2x5.000 hier zu Anfang. Habe ich gar nicht gesehen. Es gibt 2x5.000 hier zu Anfang. Einmal dort. Einmal dort. Und es gibt vor allen Dingen hier hinten in dem Bereich für die Goldpassspieler unter euch, gibt es 2x Runen des Elixiers. Einmal hier vorne und dann da hinten. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist, aber wenn man hier in die Liste guckt, dann ist das so, da steht da unten eine 2 bei der Elex-Rune. Naja, okay. Naja, ist nicht so schlimm. Ich werde mal ein bisschen weiterfahren mit der Truppe. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Also, ich weiß nicht, ist das eine vergessene Truppe oder ist das eher keine vergessene Truppe? Oder bin ich eher zu dösig, damit anzugreifen? Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Und ich würde sagen, einen coolen Wochenstart wollte ich euch eigentlich nicht sagen. War ja gestern schon, sondern wir gehen ja jetzt schon hart auf die Wochenmitte zu. Also schon fast wieder Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Clasht. Jo, und im Abspann kommt heute mal was ganz anderes. Ich habe nämlich vergessen, natürlich wollte ich mit euch die Queen machen, Leute. Sagt mir das doch. Mann, Mann, Mann. So bleibe ich wieder CK-fähig. Und dann sehen wir uns hoffentlich mit einer, was haben wir sie jetzt, auf Level 14er Queen bei mir hier im Clan, bei den Herausforderern. Also kommt ihr ruhig rein. Danke fürs Zuschauen und bye, bye.